Thank you.
Der berechnet den Weg dann, der berechnet den Weg dann. Wenn es nur bergab pullern würde, würde ich mehr Brücke runter. Das ist natürlich ein Sport. Somit rechnet er dann mehr Kilometer zu tun. Ja, klar. Weil in dem Moment kappelt es ja. Ja, ist schon da. So, das Luft war wieder da. Ach so. Aber du merkst ja,
Fall. Hier wird der Ski schon gefeiert, sonst ja, steht schon alles im Blatt. Sie springt doch gleich. Das ist normale Linienstrecke. Normalerweise gelenkt so. Doppelt gelenkt. Richtig. Links. Hey, wo schon rechts? Der war's nicht. Wir hatten den, ist ja furchtbar mit dem Spiel. Aber ist er doch drin, der Mobil. Ja, das ist die Sündenwürde. So, der hätte doch runter. Ja, aber dann kommt er eh oder nehmen in der Mitte. Ja.
du guckst, ne? Ich guck ich auch. Hier ist ein
Bahnhof von der Körnigstallbahn. Mein Name ist Stefan Burkhardt, ich komme aus der Nähe von Hamburg, bin aber gebürtig aus Ostdeutschland, also aus Ikarusland, und habe im Internet von dem Verein erfahren und auch von dieser Reise erfahren und bin in erster Linie, ja, natürlich wegen des Ikaruses mitgefahren und bin sehr überrascht und positiv überrascht von dem vielen Programm, von den vielen Dingen, die wir heute noch unternommen haben. Wir waren auf einer Burg, wir waren wandern, wir waren mit einem Boot unterwegs und das war ein ganz toller Tag und ich kann das nur empfehlen. Ja. Auf der Burg haben wir auch schön Mittag gegessen. Hier gab es noch einen kleinen Imbiss, selbstgemachte Buletten. Und die Stimmung? Die Stimmung war super.
alle sind natürlich begeistert von dem Bus und auch von dem Tag. Zusammen, wir waren ein schönes Team. Und würdest du nochmal wiederkommen wollen? Ich würde auf jeden Fall nochmal mitfahren, das kann ich nur empfehlen. Gut. Jeder, der das sieht, das, diese Fahrt empfiehlt. So, mein Name ist Axel Braune, ich bin Busfahrer bei der BVE. Und die Fahrt heute, da wurde ich über einen Arbeitskollegen dann auch geworben und habe schon immer Interesse gehabt, weil ich ja auch aus dem Osten komme und Icarus ist ja für uns ein Begriff. Und eine Fahrt nach Dresden ist ein Highlight. Ja, und die Fahrt, da brauchte ich mir ja nicht überlegen, hat mir total Spaß gemacht und war natürlich sehr anzusehen. Also waren hier noch Highlights. Ja, war zwar sehr warm, ja, und wollte ich immer wieder machen, hat Spaß gemacht und. Das ist ganz toll. Hallo.
Ja, Gisela ist hier aus Friedrichshain. Die Fahrt war sehr schön. Würde sie jederzeit wieder machen. Nur nicht so viel laufen, aber ansonsten, wenn man es geschafft hat, hat es viel Spaß gemacht, viel gesehen, gut organisiert und alles in allem sehr gut gelungen. Ich bin Janika und ich bin zum ersten Mal mit und ich fand das auch sehr schön, vor allem weil ich an den manchen Orten schon mal war, aber halt im Winter da war und es halt was anderes als ob ist, als wenn es man im Sommer oder im Winter sieht. Und das ist jetzt ein Unterschied, ob du jetzt mit einem neuen Bus fährst oder mit einem alten Bus fährst, oder ist das eigentlich Jacke wie Hose für dich? Ich glaube, mit dem Fahrtwind ist es angenehmer als Klimaanlage. Okay. Und man hat mehr Fußfreiraum. Okay. Und würdest du nochmal mitfahren wollen? Ja, auf jeden Fall.